Wer sich mit Personalmarketing auseinandersetzt, der kommt um das Thema Employer Branding nicht rum. Also das Entwickeln einer starken Arbeitgebermarke in all ihren Facetten. Das Thema ist komplex und lässt sich nicht nebenher einfach so umsetzen. Man braucht ein tragfähiges Konzept und eine professionelle Umsetzung, um eine stabile Arbeitgebermarke zu haben, die potenzielle Kandidaten dann auch vom Unternehmen als Arbeitgeber überzeugt. Und wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit unserem Employer Branding Spezialisten Patrick Loos. Patrick, ja. Freue mich, dass du da bist. Hallo Florian. Ich habe mir einige Fragen überlegt und würde jetzt tatsächlich ganz am Anfang einfach mal den Begriff ein bisschen definieren. Was ist der Unterschied zwischen der Employer Brand und Employer Branding? Das ist ja für viele noch so ein Synonym. Ja, ich würde es einfach übersetzen. Ja, die Employer Brand, die Arbeitgebermarke, hier geht es darum, die wesentlichen Attraktivitätsfaktoren, die ein Unternehmen heute als Arbeitgeber bietet, zusammenzufassen und die dann im Branding, also in der Positionierung, dann am Markt auszuspielen. Und wenn wir jetzt Employer Branding als solches mal nehmen, wie ist das im Personalmarketing an sich verortet? Wo steht das da? Ja, also wir sehen das Branding als eine strategische Aufgabenstellung des Unternehmens. Also es muss immer wieder passieren. Branding funktioniert einmal nach innen zu den Mitarbeitern. Wir wollen natürlich auch unsere Mitarbeiter binden, indem wir ihnen auch sagen, wie toll wir als Arbeitgeber sind und was wir da auch alles bieten. Es geht aber natürlich auch um das Recruiting, um das Gewinnen von neuen Fachkräften und Spezialisten am Arbeitsmarkt. Und das machen wir dann halt über verschiedene Maßnahmen. Wir müssen immer wieder schauen, dass wir unsere Attraktivitätsfaktoren nach draußen spielen und dann halt entsprechende Personalmarketingmaßnahmen aufsetzen, auf Recruiting-Veranstaltungen gehen, in Social Media entsprechenden Content ausspielen. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld. Du hast gerade gesagt, die verschiedenen Maßnahmen, die man ausspielen muss, bevor man das machen kann, braucht es ja was ganz Bestimmtes. Und du verwendest da den Begriff kreative Leitidee dafür. Was heißt das? Ja, also häufig wird vom Kreativkonzept gesprochen. Das ist für uns eigentlich fast zu kurz gesprungen, weil wir sagen, wenn wir eine Leitidee haben, also für was wir als Arbeitgeber stehen und das auch entsprechend in Kommunikationsmaßnahmen, in Bild und Text umgesetzt haben, dann sollte sich das möglichst überall widerspiegeln in der ganzen Personalarbeit. Ja, denk mal an den Auftritt im Intranet. Also den kann man ja auch als Personalabteilung dort entsprechend aufsetzen. Und da kann man schon diese kreative Leitidee mit einfließen lassen. Genauso wie in Personalentwicklungsmaßnahmen, genauso wie in die interne Kommunikation. Also so, dass sich die wirklich auch in die Köpfe der Mitarbeiter mit einbrennt. Jetzt bin ich ja eher so ein Praktiker, Stichwort Stellenanzeigen, Social Recruiting und so weiter. Ja. Und es fliegt mir aber regelmäßig so ein Begriff immer wieder vors Auge. Das ist die Employer Value Proposition. Was hat es denn damit auf sich? Ja, auch das übersetzen wir wieder. Arbeitgeberversprechen, darum geht es. Also das, was kann der jeweilige Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versprechen. Also was sind die Attraktivitätsfaktoren, wo das Unternehmen sagt, ja, dazu stehen wir, das kannst du bei uns erwarten. Das sind die Faktoren, für die wir, ja, wo wir uns einfach mit dir gemeinsam auch weiterentwickeln wollen. Jetzt hast du ja ganz viel mit Kunden zu tun und musst immer wieder neue Ideen rausbringen, entwickeln. Wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Employer Branding Strategie entwickeln, wie viel Zeit muss ich da einplanen? Ja, also du kannst dir vorstellen, das kann relativ schnell funktionieren und es kann auch sehr, sehr lange dauern. Also es kommt natürlich ein bisschen auf den Prozess an, den du anstoßen musst. Du musst Hausaufgaben machen. Du musst darüber nachdenken, was sind die Attraktivitätsfaktoren, für die wir stehen. Dazu kannst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen. Du kannst natürlich auch schauen, ob es Informationen vom Markt gibt. Du kannst deine Führungskräfte befragen. Das siehst du schon. Also wenn du so einen sehr analytischen Prozess fährst, dann kann das auch seine Zeit dauern. Für gewöhnlich kann ich sagen, dauert das in der Regel so zwischen 6 Wochen und bis zu einem halben Jahr, bis zu einem ganzen Jahr. Ja, also je nachdem, wie weit man denkt, weil es geht ja auch um die Umsetzung dann nachher. Das muss ja auch geplant werden, dass die Karriereseite angepasst werden muss. Die Stellenanzeigen müssen angepasst werden. Wir müssen eine Kommunikationsstrategie entwickeln. Und das sind dann schon ganz schöne Bausteine, die da bewältigt werden müssen.
Die meisten Arbeitgeber wissen ja für sich selbst schon irgendwie, was sie als Arbeitgeber auszeichnet. Mhm. Jetzt ist aber, sagen wir mal, eine Employer Brand und dann auch das Employer Branding eigentlich keine Entscheidung, weil eine Employer Brand hat ja jedes Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil als Arbeitgeber bin ich nun mal da und habe eine Marke als Arbeitgeber. Du wirst wahrgenommen, richtig. Genau. Ja. Und was sind dabei die größten Herausforderungen, das Ganze jetzt auf ein Level zu heben, dass man sagt, ich werde als guter Arbeitgeber wahrgenommen? Wie gesagt, es geht um die Steuerung deiner Marke, wie es im Marketing generell so der Fall ist. Also ich versuche natürlich für das, für was ich stehe, dann am Markt auch entsprechend zu positionieren. Und zwar bei meiner Zielgruppe. Und das ist die aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Mhm. Wir haben ja nicht nur eine Zielgruppe, sondern wir haben ja in der Regel mehrere Zielgruppen. Ne? Wir brauchen Vertriebsleute, wir brauchen jemanden für die Produktion. Also wir haben unfassbar viele Zielgruppen. Und die größte Herausforderung heute ist tatsächlich, den Content so aufzubereiten, dass er zielgruppenspezifisch ist. Mhm. Ja, also ein Programmierer kommt mit Sicherheit aus anderen Gründen zu einer Raven 51 als jetzt zum Beispiel jemand im Vertrieb oder in der Kundenberatung. Jetzt haben wir ein bisschen über die Theorie gesprochen. Best Practices. Mhm. Wir haben eben gesagt, du bist ja viel bei Kunden, redest viel mit Kunden, entwickelst viel. Hast du ein paar Beispiele, die wir uns auch jetzt in diesem Beitrag hier gleich mal angucken können, wie ihr da rangegangen seid, was ihr da gemacht habt und warum? Ja, jetzt ganz aktuell fällt mir an dieser Stelle die Rentenbank ein, die landwirtschaftliche Rentenbank. Landwirtschaftliche Rentenbank, das klingt erstmal nicht so sexy, würde ich sagen. Ne? Ein bisschen. Ja, es ist aber eine Förderbank und sie mit dem, was sie macht, fördert sie die Landwirtschaft, die Ernährungswirtschaft, die Agrarwirtschaft und ist ein ganz wesentlicher Faktor auch bei der Finanzierung von unserer Zukunft, von dem, was wir essen, was wir trinken. Ja. Dementsprechend haben sie einen tollen Purpose, ja, einen tollen Zweck. Und das war im Endeffekt die Herausforderung, das auch in die Arbeitgebermarke mit einfließen zu lassen. Es sind auf der einen Seite ganz fantastische Menschen, Spezialisten, Experten, die ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Förderung die möglich machen unserer Zukunft, ja, einer gesunden Ernährung, einer gesunden Lebensweise. Und das musste in so ein Personalmarketing-Konzept mit eingebunden werden. Ganz konkret, wie seid ihr da rangegangen? Das zeigt ja dann auch gleich wieder, was Raven 51 tun kann für seine Kunden. Wie seid ihr da konkret rangegangen mit denen? Wie war der Prozess? Ja, also das war wirklich ein mustergültiger Prozess, so kann man sagen. Wir haben tatsächlich auch viel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Also was macht für Sie die Tätigkeit bei der Rentenbank aus? Was sind die größten Herausforderungen? Was sind Herzensangelegenheiten? Das haben wir zusammengetragen. Was sind die Attraktivitätsfaktoren, die Sie auch als sehr gut finden? Und wir haben auch natürlich darüber gesprochen, wo haben wir denn auch noch Handlungsfelder? Auch die Handlungsfelder haben wir zusammengetragen, damit wir uns auch immer als Arbeitgeber auch immer weiterentwickeln können. Daneben haben wir mit Führungskräften gesprochen, haben gesagt, wo geht es denn mit der Rentenbank hin in Zukunft? Weil auch da kann natürlich viel Perspektive drin liegen. Ich bin ja ein Fan von KI. Das lasse ich ja auch jeden wissen, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Deswegen frage ich dich jetzt mal, künstliche Intelligenz, wie kann man die denn im Employer Branding unterbringen? Was kann man damit machen? Mhm. Gute Frage. Wo wir es jetzt einsetzen oder wo es stark eingesetzt wird, ist halt im Bereich der Candidate Persona. Mhm. Also wir haben eine unfassbare Fülle an Daten und Informationen bereits über unsere Zielgruppen und die müssen ausgewertet werden, die müssen uns zur Verfügung gestellt werden, aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, damit wir sie in Kampagnen nutzen können. Und dafür wird KI eingesetzt. Genauso auch, wenn wir über Texte und Bilder reden, das ist ja allgemeine Diskussion. Ja. Jetzt kam, wie gesagt, das neue Tool von OpenAI für die Produktion von Videos. Ja. Und das spielt im Personalmarketing natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Wir erleben ja momentan, dass Video schlägt Bild und Bild schlägt Text. Mhm. Ja. Auch wenn wir Videos selbst produzieren und einstellen, weißt du ja selbst, dann sind die Klicks in der Regel höher, als wenn da irgendwie ein kleiner Text steht. Ja. Absolut, das stimmt. Und da kann man halt die KI sehr, sehr gut nutzen, genauso auch beim
Texten von Stellenanzeigen, bei der Überprüfung von Stellenanzeigentexten, bei der SEO-Optimierung. Überall dort kommt KI heute schon zum Einsatz und könnte noch viel verstärkter eingesetzt werden. Wenn man KI einsetzt, jetzt hast du über Video, Bilder und so weiter gesprochen, droht da nicht die Gefahr, dass das Thema Authentizität verloren geht, dass man als Arbeitgeber, wenn man Videos, Bilder mit KI sich zum Beispiel erstellen lässt, dass es da Mängel gibt? Mhm. Letztendlich glaube ich nicht dran, dass wir eine kreative Leitidee mit KI erstellen können. Okay. Der eine oder andere wird dem widersprechen, wird sagen, klar geht das. Ja. Aber es geht ja hier auch sehr viel um Emotionen. Ja, und die müssen ja transportiert werden. Und es geht um die Idee, es geht auch darum, den Prompt zu schreiben, also die Beschreibung dessen, was hinten rauskommen soll. Ja. Und das machen Menschen und das machen unsere Kreativen. Und da ist der Unterschied. Also es kommt wirklich sehr stark darauf an und da kann die KI unterstützen, was will ich eigentlich aufs Papier bringen. Und das finde ich schon, ist ein Vorteil von KI. Patrick, letzte Frage. Du bist ja ein alter Hase. Und danke. Deswegen, bitte gerne. Und deswegen möchte ich noch mal wissen, du hast langjährige Erfahrung. Was ist für dich so das Salz in der Suppe beim Employer Branding? Was sind so die Sachen, das macht es jetzt? Ja. Maggi hat früher die Werbung gemacht, das gewisse Tröpfchen extra. Ja, es ist tatsächlich für mich die Vielfalt. Wenn ich als Berater unterwegs bin, wir beraten ja die unterschiedlichsten Unternehmen, den unterschiedlichsten Branchen. Wir kommen mit den unterschiedlichsten Menschen und zusammen und das ist das, was mich begeistert. Und vor allem, ich mache jetzt seit 20, 25 Jahren Employer Branding, unglaublich schon, aber es entwickelt sich immer weiter. Es bleibt nie stehen. Ja. Es kommen immer wieder neue Ansätze mit rein, es kommen neue Möglichkeiten rein der Positionierung als Arbeitgeber, wenn wir jetzt gerade auch sehen, was gerade in Social Media passiert. Also du positionierst dich heute als Arbeitgeber in ganz starkem Maße über die Social Media Kanäle. Du musst viel, viel Content entwickeln. Also ich muss auch sagen, ich finde es enorm, was heute für ein Wissen auch in Personal oder im Personalmarketing gefordert wird, an Vertriebswissen, an Marketingwissen, um genau diesen Content entstehen lassen zu können. Ja. Die Produktion von solchen Videos oder von kleinen Posts ist doch sehr, sehr aufwendig und wird mit Sicherheit eine große Herausforderung auch für die Kolleginnen und Kollegen im Personalmarketing sein. Patrick, ganz, ganz lieben Dank für diese wertvollen Informationen. Es hat mich sehr gefreut, wieder mal mit dir zusammenzusitzen. Hat mir jeden Spaß gemacht. Und wenn es Fragen gibt, dann einfach immer gerne bei uns melden. Wir stehen immer zur Verfügung. Sehr gerne.